König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir haben uns heute in einer größeren Runde versammelt, um mit euch die nächsten drei Geschichten aus Blut zu besprechen. Und dazu haben wir uns wie immer ganz wundervolle Gäste eingeladen, nämlich einerseits die Frau Melone, auch Manu. Hallo Manu, sehr schön, dass du da bist. Hallo. Und unser obligatorischer Ehrengast, den wir immer sehr gerne mit dabei haben, der Hendrian. Hallo Hendrik. Hallöchen. Ja, Hendrik, dich kennt man ja schon in den neuen Projekten, außer den A- und V-Podcast hast du nicht, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, oder? Nö, sonst nix. Dann hört alle den A- und V-Podcast, ihr leidensfähig seid. Aber tut es nicht. Ja, Frau Melone, dich kennt man noch nicht. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Machst du irgendwas? Das kennt man dich schon irgendwo aus dem Internet. Erzähl mal. Also eigentlich kennt man mich nicht. Ich habe ab und an mal im Spiele-Podcast gelacht. Das war ich. Ich glaube, du warst der Mensch mit dem Lachanfall, als ich damals meinen Niesanfall hatte. Oh, das kann entweder sein. Warst du es oder die Alex. Einer von euch beiden. Es klingt sehr nach mir. Ja, danach war die Sendung auch gelaufen. Sehr schön. ja, wie gesagt, aber so irgendwie Podcast, sonst machst du nichts Eigenes. Nee, ich hab nichts Eigenes. Ja, wie sieht's denn bei dir mit Stephen King-Erfahrung aus? Also, ich habe Stephen King-Erfahrung. Ich bin ja wohl schon ein bisschen älter, als man das meinen möchte. Und ich habe Stephen King verschlungen als junges Mädchen. So mit, ich würde sagen, 12, 13 habe ich angefangen, Stephen King zu lesen. Und ja, da bin ich dann eben auch auf diese Geschichte, die wir heute durchnehmen, gestoßen. Und ja, genau. Das ist so. Deswegen habe ich mich hier anmelden müssen, weil die hat mich geprägt. Na schön, da freuen wir uns, dass du dabei bist und wir hoffen, dass dir auch das Erlebnis des Sendens ein bisschen Spaß bereiten wird. Aber das werden wir ja am Ende der Sendung noch wissen. Ach bestimmt, danke für die Einladung. Immer gern. Gut, ja, wir haben uns heute zusammengefunden, um wie gesagt nochmal über drei Kurzgeschichten aus Blut zu sprechen. Und heute soll es dabei um Der Mann, der niemanden die Hand geben wollte, außerdem um das Floß und außerdem um die Morgenlieferung gehen. Und ich würde sagen, da fangen wir doch schon mal an bei Der Mann, der niemanden die Hand geben wollte. Juhu! Und Flo, hast du denn dazu eine zeitliche Einordnung? Ja, The Man Who Would Not Shake Hands. Also der englische Titel ist genauso sperrig wie der deutsche, erschien erstmals 1981 in dem Buch Shadows 4, also Band 4. Das war eine Anthologie von Charles L. Grant und erschien 1987 dann auch in Deutschland in den Bänden Mordlust bzw. im Heine-Jahresband 1981 und natürlich in der Sammlung Glut. Und wir kehren ja heute an einen Ort zurück, an dem wir schon mal waren. Jonas, willst du uns erzählen, wohin wir zurückkehren? Ja, kann ich gerne machen. Wir befinden uns in dem Herrenclub, den wir schon aus Atemtechnik kennen. Und es ist wieder einmal Zeit, dass dort eine Geschichte zum Besten gegeben wird. Wir werden mitgenommen ins Jahr 1919, als der Erzähler George Gregson gerade etwa 20 Jahre alt ist und seiner verstorbenen Verlobten nachtrauert. Das macht er vornehmlich, indem er sich in besagtem Club dem Alkohol und dem Pokerspiel hingibt. Bei einem Pokerspiel ist ein neuer Mann dabei, ein gewisser Henry Prowser, der die Angewohnheit hat, niemandem die Hand zu geben. Prowser gewinnt an diesem Abend im letzten Spiel über $1,000 und völlig überraschend schüttelt ihm einer der Unterlegenen die Hand, bevor er was dagegen tun kann. Und Prowser flieht dann entsetzt aus diesem Club. George hält ihn dann auf der Straße noch auf und überredet ihn, wenigstens ja kurz zu warten und seinen Gewinn mitzunehmen. Als er dann kurz darauf wieder vor dem Club ist mit dem Geld, ist der Mann verschwunden und es liegt nur noch ein toter Hund da, dem Prowser vorher die Pfote geschüttelt hat.
George macht sich dann am Tag darauf auf die Suche nach Browser und erfährt von einem angeblichen Fluch, den sich Browser in Bombay zugezogen haben soll. Nämlich jeder, dem er die Hand schütteln würde, schüttelt, würde sterben. Und ziemlich direkt danach erfährt er, dass Jason Davidson verstorben ist, besagter Mann, der ihm nämlich in der letzten Nacht die Hand geschüttelt hat. Letztendlich findet George nach tagelangen Recherchen heraus, dass Browser in einer heruntergekommenen Absteige gestorben ist, während er sich selbst die Hände schüttelte. Und das war's. Ich danke dir für diese Zusammenfassung. Ja, ist ja mal wieder ein kleiner Rückgriff, das haben wir ja bei King öfters, dass er seine Thematiken wiederverwendet. Aber wie ist denn so euer erster Eindruck? Manu? Also, ja, wie war mein erster Eindruck? Ich kannte die Geschichte vorher nicht. Ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich die Geschichte schon kenne, also bevor sie fertig erzählt war. Und zwar aus Thinner. Und ich bilde mir auch ein, dass das von Stephen King ist. Also mit so einem richtig, Fluch. Richtig, ist ein Bachmann-Buch, aber ist ne? Aber es ist ein Bachmann-Buch und es ist, oder in der Richtung, und genau, da kam es mir sofort sehr bekannt vor. Ist auch so mit einem Fluch und der hatte da eben auch ein Kind getötet und bei dem ist es ja auch so und naja. Naja, gut, Kind getötet, die war dann halt auch schon eine alte Frau. Also das war zwar die Tochter von jemandem, aber Kind war es da nicht mehr. Nee, das stimmt, aber ich meinte jetzt bei dem ach so, Mann, ja. Der die niemandem die Hand geben wollte, der hat ja ein kleines Kind getötet, obwohl er es nicht aktiv getötet hat, aber durch seinen Fehler. Und bei Thinner ist es die Frau, die er eben überfährt. Genau. Ja, Hendrion, wie sieht's denn bei dir aus? Wie fandst du die Geschichte? Du hattest ja die Artentechnik-Geschichte auch nicht mitgelesen. Nee, die hatte ich nicht gelesen. Deswegen habe ich diesen Querverweis mit man kennt die Herrenrunde schon natürlich nicht gehabt. Fand die Geschichte aber eigentlich recht cool. Halt sehr klassischer Aufbau irgendwie mit Menschen sitzen zusammen am Feuer und erzählen sich eine Gruselgeschichte. Hat mir aber Spaß gemacht zu lesen, war von denen, die wir heute besprechen, das kurzweiligste für mich. Okay. Jonas, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja jetzt zurückgekehrt in diesen Herrenclub. Hast du dich auch so heimisch gefühlt wie ich? Ja, habe ich. Also dieser Club, der hat mir gefallen. Auch dieses Mysteriöse, was da um den Club schwebt, war direkt wieder da. Und das war nett und ich fände es auch cool, wenn da noch mehr kommen würde, weil ich mag das. Ja, und vor allem diese Geschichte in der Geschichte, das fand ich nett. Doch, dieses ganze Atmosphärische in dem Kaminzimmer, das hat alles was für sich. Mhm. Und Flo, bei dir? Also ich fände es auch schön, wenn da was kommen würde. Das ist leider die bislang letzte Geschichte, die er über diesen Club geschrieben hat. Ich fand es nicht ganz so atmosphärisch wie Artentechnik. Aber auch ich hatte Spaß mit der Geschichte. Es ist eine ganz klassische Horrorgeschichte, wie sie auch in den 30er Jahren hätte geschrieben werden können, was weiß ich, Arthur Conan Doyle oder all die Leute damals. Ja, mir hat's gefallen. Da hätte ich gleich mal eine Frage dazu, weil ihr kennt alle Artentechnik, das kenne ich jetzt in dem Fall nicht. Ich bin da wie Hendrik, ich kenne diesen Club auch nicht, deswegen war mir irgendwie die ganze Zeit nicht bewusst, was die Herren da eigentlich drin machen. Aber vielleicht könnt ihr mir sagen, ob das in dieser Geschichte Artentechnik auch so ist. In der Geschichte jetzt, in der der Mann niemandem die Hand geben wollte, kommt keine einzige Frau vor. Und nur die einzige Frau, die vorkommt, ist tot. Das ist richtig. Das ist halt auch in Artentechnik kommt im Club selber auch keine Frau vor. Da gibt es nur eine, ich sag mal, außenstehende Ehefrau. Da müssen wir aber gleich nochmal drüber reden. Ich bin mir nämlich nicht sicher, aber ich glaube, das ist ein anderer, dessen Verlobte jetzt gestorben ist, ne? Denn der Erzähler aus Artentechnik war ja auch verheiratet. Aber das ist nicht dieselbe Frau, die da jetzt gestorben ist, oder? Nein, ist nicht die gleiche. Ist jemand anderes, genau. Und in Artentechnik kamen schon Frauen vor, aber als Bestandteil der erzählten Geschichten, nicht im Club. Genau, also es ist wirklich ein reiner Herrenclub. Und um euch zu beruhigen, also was da genau passiert,
das wird auch in Artentechnik nicht weiter aufgeklärt, sag ich mal. Also das bleibt so mysteriös, das ist halt diese Alternvereinigung, die da so ihr Zeug machen und so. Und es stellt auch niemand dumme Fragen. Und wenn jemand dumme Fragen stellt, dann wird entweder ausweichend geantwortet oder gar nicht. Okay. Ich glaube, die einzige wirklich wiederkehrende Figur ist der Butler, der auch so ein bisschen geheimnisvoll ist. Und ansonsten treffen sich diese Männer halt dort und erzählen sich Geschichten. Darum geht es eigentlich im Großen und Ganzen. Genau. Was ich halt sehr, sehr schön fand, auch diesmal wieder, war die Atmosphäre, die in dem Club herrscht. Bei Artentechnik hatten wir ja generell eine Atmosphäre, die kam aber auch viel durch die Geschichte. Also die Geschichte, die erzählt wird im Club und auch viel durch die Wetterbeschreibungen, eben durch den Schnee und so weiter. Das fehlt uns jetzt hier. Aber ich hatte trotzdem sofort wieder dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, akzeptiert zu sein, sag ich mal. Also wäre ich einer dieser Männer in diesem Club, ich würde mich da, glaube ich, sehr wohlfühlen, weil halt jedem wirklich seine Marotte zugestanden wird. Ob das jetzt jemand ist, der, was weiß ich, seinen Schnupftabak immer braucht oder ob das eben jemand ist, der niemandem die Hand geben möchte. Das ist ja komplett akzeptiert worden. Da gab es ja auch keine dummen Fragen oder irgendwas. Nur es war halt in einem Akt des Übermuts und des Affekts, sag ich mal, dass dieser Unfall passiert ist. Aber generell muss sich dieser Mensch gefühlt nie sonderlich viel dafür rechtfertigen, dass er so eine komische Klatsche hat. Darf ich euch aber fragen, warum zieht er keine Handschuhe an? Würden die denn helfen, ist die Frage. Naja, man könnte es zumindest mal probieren, aber es wird nicht mal erwähnt. Naja gut, aber der wirkt ja für mich schon mal wie ein Mensch, der gewisses Skrupel und ein gewisses Moralempfinden hat. Und ich glaube nicht, dass der da, um es zu probieren, sich einfach mal irgendein Bettler von der Straße krallt und es ausprobiert, weil dann macht er sich ja genauso Vorwürfe, wenn es doch nicht klappt. Aber er hat doch genau das Gleiche mit dem Hund gemacht. Genau das. Wenn er sich irgendwo eine Maus kauft und die anfasst anstelle, muss ja kein größeres Tier sein, irgendwas Kleines reicht ja. Ihr seid gemein. Eine Stubenfliege. Gab ja bei den X-Men, was mich übrigens genauso daran auch erinnert hat, gibt es ja auch eine, die niemanden anfassen kann, ohne dass der dann stirbt oder fast stirbt. Und die hat dann auch Handschuhe an, deswegen habe ich eben an dieses auch gedacht, warum zieht er denn keiner an? Und das zweite Problem ist, kann er den Handschuh anziehen oder wäre das dann auch der Akt des Anziehens, würde ja schon fast ein sich selbst die Hand schütteln Problem werden, oder? Ach, ich glaube, es ist wirklich der Akt des Handschüttelns und nicht das Berühren, weil ich nehme an, dass sich dieser Mensch auch ganz normal die Hände wäscht und alles. Allein schon, wenn er pinkeln muss. Das ist ein Argument, ja. Ja, ja stimmt. Vielleicht hat er eine Grillzange. dann ist jetzt die Frage, ich weiß nicht, könnt ihr da irgendwas reinlesen, warum es ausgerechnet der Akt des Händeschüttelns sein soll, der das Problem ist? Also ich habe da ja lange nach einer Symbolik gesucht und ich habe sie nicht so richtig gefunden. Geht mir genauso. Also ich habe, ich will das Zitat nicht vorziehen, das ich mir rausgesucht habe, aber ich hatte, also der Akt des Händeschüttelns ist ja das, was man mit einer fremden Person, wenn man sie frisch kennenlernt, als allererstes im Endeffekt tut. Also wenn man vorgestellt wird oder wenn man sich selber vorstellt, ist der Akt des Händeschüttelns das Erste, was ich mache. Und damit eben jemand nicht vereinsamt, muss er ja Leute kennenlernen. Und ich glaube deswegen, oder das könnte sein, dass deswegen der Akt des Händeschüttelns es ist. Aber das ist nur... Na, das ist aber eine schöne Idee. So habe ich das auch gedacht, dass der Fluch darauf abzielt, ihn gesellschaftlich zu ruinieren. So in der Richtung, aber es kommt in der Geschichte nicht so richtig raus. Würde aber irgendwie passen. Ich meine, er soll ja zum Unberührbaren werden und die sind eben gesellschaftlich, ne, geächtet. Ja, genau. Der Fluch lautet ja exakt, dass Brower ein Ausgestoßener werden soll. Also Ausgestoßene werden ja nicht berührt. Genau. Mhm. Naja, also das fand ich eigentlich grundsätzlich, auch wenn mir sich die Symbolik noch nicht ganz so erschlossen hat, aber die Idee fand ich eigentlich ganz nett, weil das halt, also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich habe ja mal beim Arbeitsamt gelernt
Und wir hatten ja überall so Schilder stehen hier von wegen, wir dürfen Leuten keine Hände schütteln, weil wegen Epidemie und Krams und Gesundheit und Böse. Und mir fiel das unglaublich schwer, als Mensch, der noch so erzogen ist, dass sich das gehört, wenn man zum Beispiel einen Handel abschließt oder wenn man in irgendeiner Form erfolgreich Geschäfte mit jemandem macht, dass man dem als Vertragsabschluss die Hand gibt. Und das ist mir unglaublich schwer gefallen, das nicht zu tun. Von daher konnte ich das sehr gut nachvollziehen, was das für eine Überwindung und Qual sein muss, glaube ich. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Als jemand, der nicht gerne Hände schüttelt, habe ich damit weniger Probleme. Du umarmst die Leute lieber, ne? Er leckt sie ab. Frag mal Ralf. Ja. Oder er schüttelt andere Dinge. Frag mal Ralf. Ja, wie fandet ihr denn die Geschichte in der Geschichte? Also diese ganze Idee um Indien herum und diese ganze Exotisierung, sag ich mal. Ich fand das eigentlich ganz hübsch dargestellt, aber es war mir doch zu sehr klischeehaft. Ja, ich fand das auch ziemlich Vintage-Kolonial-Style irgendwie. Ja, ich glaube, am ehesten würde ich sogar vergleichen so mit Kipling, also der Autor des Dschungelbuchs, der hat eine Geschichte geschrieben, die Geister-Rikscha. An sowas hat mich das erinnert. Schon ziemlich klischeebeladen, aber halt auch wirklich klassisch. Ja, was ich halt schön fand als Parallele an der ganzen Idee, ist halt diese Zuschreibungsthematik. Also einerseits natürlich die Ritualisierung von Dingen und gleichzeitig aber eben die, ja, so Elemente wie Technologie als Fluch. Eben, dass dieses Auto, das sich selbstständig macht, so wahrgenommen wird, als wäre das ein besessenes Etwas, ein besessenes Dings. Ja, ein Drache, glaube ich, ein Eigenleben sagen Sie mal. Hat. Bitte? Ein Drache, glaube ich, sagen Sie mal, ist es. Ja, und wie gesagt, im Gegensatz dazu halt, dass wir aber genauso so beiläufigen Handlungen wie dem Händeschütteln ja im Prinzip fast dieselbe ritualhafte Bedeutung beimessen und du deswegen, indem du einem Menschen das wegnimmst, ihm unglaublich viel von seiner gesellschaftlichen Stellung wegnehmen kannst. Das fand ich als Zuschreibung ganz nett. Also eben mit diesem Element, wir sind eben doch nicht so die aufgeklärte, zivilisierte Welt im Vergleich zu dieser dritten Welt, die unterentwickelt ist, weil wir fetischisieren einfach andere Dinge. Ich verstehe, was du meinst, gerade weil dieser Club ja auch so ritualisiert abläuft, das Ganze. Ich denke, da hast du einen Punkt, ja. Hendrik, du wolltest gerade noch was sagen? Passt schon. Dann wollte ich euch noch fragen, habt ihr das verstanden, was dieser Quatsch mit dem Päckchen im Kamin immer soll? Das hatten wir bei Artentechnik schon, ich hab's damals schon nicht verstanden, aber habt ihr beiden, die Artentechnik nicht gelesen haben, vielleicht eine Idee, was das bedeuten soll? Ich habe keinen blassen Schimmer, ich hab's nicht verstanden. Geht mir genauso. Am Anfang dachte ich ja, in diesem Päckchen waren jetzt irgendwie, also ich dachte, die Geschichte, als ich sie noch nicht gelesen hatte, dachte ich, die geht so weiter, dass besondere Handschuhe oder was auch immer als Symbol in diesem Päckchen waren, die er verbrennt, die quasi noch jemand zugeschickt hat, weil er weiß, der ist tot. Oder irgendwie sowas. Da wusste ich ja noch nicht, was passiert. Aber ich habe keinen blassen Schimmer. Also ich hätte das jetzt halt am ehesten noch in diese Richtung interpretiert. Das ist quasi das Gegenkonzept zur klassischen Opiumhöhle, dass wir halt, um dieses Geschichten erzählen zu fördern, da irgendwelche Kreativkräuter verbrennen, sag ich mal. Weil es halt immer quasi dieses Geschichtenerzählen einleitet. Aber so richtig kam ich da auch nicht dahinter. Jonas? Ja, das hätte ich auch gedacht, dass das irgendwelche Drogen sind, die einen ja dazu befähigen, besser in die Geschichte einzusteigen. Ich hätte da eher auf irgendwas Chemisches getippt, weil es heißt, einen Augenblick leuchteten die Flammen in allen Regenbogenfarben. Och, ich glaube, wenn du die richtigen Kräuter hast, ist es auch Chemie. Also. Aber ja, ich mag glaube sein. Tatsächlich. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, das ist auch wirklich so ein Ding. Das ist ja sehr filmisch geschrieben, sage ich mal. Und beim Film, gerade so in den klassischen 80er-Horrorfilmen, wir hatten das ja bei Creepshow, da hast du eben so ein, ich sag mal, so ein Trennelement zwischen, in Anführungsstrichen, echter Welt und der Geschichte in der Geschichte. Und ich glaube, diese Funktion haben auch diese Kräuter. Zum Beispiel bei Creepshow hat dieses Element eben dieser Wechsel zwischen Comic-Sequenz und Echtfilm-Ding. Und
ich glaube, diese Kräutersache, das soll wahrscheinlich genau das im Prinzip als Literaturform darstellen. Eine Frage hätte ich noch. Mhm. Was ich seltsam fand, war diese Geschichte um den Butler Stevens rum. Was hat es damit zu tun, dass der sein eigener Großvater ist oder auch nicht? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Jonas? Ja, also dieser Club ist ja, wie gesagt, ein wenig mysteriös. Also meine Theorie ist, Stevens ist unsterblich. Der ist immer der Butler dort. Und auch die Räumlichkeiten sind unendlich groß und vielleicht sogar Tore zu anderen Dimensionen. So grob gesagt. Genau, also da würde ich zustimmen. Und da würde ich sagen, wir sprechen ja jetzt eh mehr oder weniger komplett über die Geschichte, weil da eine Aufteilung machen ist sinnlos. Deswegen würde ich an der Stelle vielleicht ganz kurz auf die vermutlichen Querverweise eingehen. Wie gesagt, wir haben ja schon die Thematik, dass dieser Club auch in Artentechnik aus Frühling, Sommer, Herbst und Tod aufgegriffen wird. Und da gibt es eben noch weitere Beschreibungen zu diesem Club. Und deshalb liegt die Idee nahe, dass dieser Club unter anderem eine Tür in eine oder mehrere Turmwelten hat. Das wird in Artentechnik halt so angedeutet. Auch in Artentechnik ist eben schon mal der erste Hinweis darauf, dass er eventuell Vampir oder zumindest ein außerordentliches Wesen ist. Und Vampire gibt es ja in der Turmwelt und in allem, was damit korreliert, durchaus auch relativ oft. Von daher ist es nicht unwahrscheinlich. Also das ist mir wirklich nur so angedeutet, das wird nie voll gesagt, aber es schwingt immer so latent mit. Flo, hast du zufällig noch andere Querverweise? Ich wollte nur sagen, dass dieser Querverweis zum Turm bei dir immer latent mitschwingt, deswegen, also ich war damals schon ein bisschen skeptisch. Kann man so oder so interpretieren. Ich werde dir im Turm den Gegenbeweis noch führen, ich verspreche es dir. Da bin ich gespannt. Aber andere Querverweise wären dir jetzt nicht bekannt. Nein. Dann würde ich euch, wenn ihr welche habt, um eure Zitate bitten, denn ich habe schon mal keins. Ich müsste meins noch kurz suchen. Dann fange ich vielleicht an. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe da so ein bisschen, er hat irgendwann mal gesagt, bei der Pokerrunde, nachdem das alles passiert ist mit dem Handschütteln und so, hat er eben gesagt, ich hätte nie herkommen dürfen, aber ich war so ausgehungert nach menschlicher Gesellschaft. Und ich denke, dass der Fluch damit gut erklärt ist, denn er hat sich ja wirklich ferngehalten von allem, ne? Da. Jonas, dich brauche ich wahrscheinlich gar nicht fragen, du hast wahrscheinlich keinen. Das ist vollkommen richtig. Flo, die und du auch nicht? Du kennst mich. Ja, ich darf mich ja diesmal nicht aufregen, ich habe ja selber keins. Aber ich fand den Selbstmord schön, also wie er sich dann umgebracht hat. Das ist kein Zitat, aber das fand ich als Idee ganz hübsch. Ich fand's halt sehr, sehr herrlich, wie er quasi zum Sterben seinesgleichen aufsucht und nicht einfach genau, sich... Genau, unter Ratten und Hunden, genau. Genau so. Fand ich eigentlich fast gefunden? Ein bisschen traurig. Ja, aber als Idee schön. Ja, als Idee super, aber die an sich finde ich eigentlich eher traurig. Oh, also wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich mir wahrscheinlich auch eher andere Gesellschaft suchen als Menschen. Natürlich auch wieder richtig. Sterben, während man sich selbst die Hand schüttelt, das kann man auch als Umschreibung nehmen. Das kann man aber tatsächlich auch als andere Umschreibung nehmen. Eben dieses auf sich selbst zurückziehen und jeder ist sich selbst der Nächste und diese ganzen Analogien, die man da bringen kann. Was man wiederum auch als Umschreibung nehmen kann. Hendrik, hast du dein Zitat gefunden? Relativ am Anfang, als es darum geht, dass der Erzähler keine richtiges soziales Umfeld mehr hat nach dem Krieg, sagt er, Moment, deshalb waren die guten Freunde, die mir in dieser schweren Zeit halfen, so gut wie immer bei mir. Es waren 53, mehr als die meisten Menschen haben. 52 Karten und eine Flasche Whisky. Sympathischer Mitmensch. Genau. Gut, witzig, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Wir denken genau gleich, glaube ich. gibt es denn für diese Geschichte Verwertungen, Flo? Nein, da gibt es gar nichts. Wobei, ich wiederhole das, weil ich bei Atemtechnik gesagt habe, ich würde diesen Club gerne in einer Serie sehen. Ja, ich bin voll dafür. Finde ich echt gut. Und ich, wie gesagt, genauso wie Jonas würde ich mir da auch echt andere und mehr Geschichten noch wünschen.
Gut, dann bleibt mir nur noch euch, um eure Bewertung für diese Geschichte zu bitten. Und wir bewerten von 0 bis 19. Frau Melone, du fängst an. Also, ich fand die Geschichte, wie schon gesagt, traurig, weil es eben mit einem Fluch zusammenhängt, der, naja, kann ja nicht wirklich was dafür. Es hat halt mit der Neugier der Kinder zu tun. Ich gebe der Geschichte 14 Punkte. Mhm, sehr gut. Hendrik? In der Größenordnung wäre ich auch dabei. Ich hätte 13 Punkte gegeben. Mhm. Jonas? Ich fand's auch schön, vor allem, dass wir jetzt zurückgekommen sind. So Fortsetzungsdinger sind sowieso mein Fall. Ich gebe auch 14 Punkte. Okay, ich würde 11 Punkte geben. Sagen wir, ich würde 12 Punkte geben. 12 Punkte sind in Ordnung. Weil ich, wie gesagt, die Atmosphäre sehr toll finde, weil ich mir gerne mehr von diesem Club wünschen würde. Aber mehr ist halt nicht drin, weil mir diese ganze Indien-Sequenz selber dann doch zu klischeebeladen war. Und das letzte Wort hat wie immer der Flo zur Bewertung. Ja, aber diesmal falle ich auch gar nicht so aus dem Rahmen. Ich habe geguckt, Atemtechnik hat von mir 15 Punkte gegeben. Das ist ein bisschen schwächer. Ich gebe 13. Mhm, okay. Gut. Dann, wenn ihr dazu keine Ergänzungen mehr habt, habt ihr welche? Nö. Dann kommen wir jetzt zu meiner persönlichen Lieblingskurzgeschichte, die King jemals geschrieben hat. Nämlich das Floß. Und Flo, gib uns doch dafür bitte nochmal eine Einordnung. Liebst du? Oder im Englischen, do you love? Das ist eine Frage, die in mehreren Kurzgeschichten in Blut vorkommt. Wir hatten sie letztes Mal schon bei Nona. Wir kriegen sie nochmal gestellt bei Die Meerenge. Und auch in dieser Geschichte aus dem Jahr 1982 kriegen wir die Frage gestellt, aber nur im englischen Original. Denn in der deutschen Übersetzung heißt es dann, zeig mir was Schönes. Was ein bisschen, unpassend ist. Es ist nicht das erste Mal, dass wir dem Floß begegnen. Wir hatten es ja schon in unserer Creepshow-Episode. Da ist es verfilmt worden. Im Original trägt die Geschichte den Titel The Raft und ist im Magazin Gallery erschienen, in der Oktoberausgabe 1982. In Deutschland hatte sie einige Veröffentlichungen in das Stephen King Buch und in Dämmerlicht, neue unheimliche Geschichten. Ja, worum geht's denn nochmal in das Floß, Jonas? 4 Studierende der Horlicks-Universität, 2 Männer und 2 Frauen, machen sich im Oktober spontan auf zu einem Badesee, indem sie ein letztes Mal vor dem Winter auf das Badefloß besuchen wollen, das doch immer da verankert ist. Kaum, dass sie auf diesem Floß schwimmenderweise angekommen sind, bemerken sie eine Art Fleck auf dem Wasser, der ihnen unheimlich vorkommt. Und tatsächlich besitzt dieser Fleck die Fähigkeit, jemanden in eine Art Trance zu versetzen, wenn man ihn zu lange anblickt. Berührt man dann den Fleck, frisst er einen förmlich auf und löst einen auf und ja, nicht schön. Nach und nach holt sich der Fleck die 3 der jungen Menschen, bis nur noch Randy übrig ist, der aber nach einem Tag auf dem Floß dann auch aufgibt und seinen Blick auf dem Fleck verweilen lässt. Ja. Tja, mehr gibt's da auch nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle ausdrücken, es ist meine liebste Kurzgeschichte von King. Lasse ich mir auch von niemandem wegnehmen. Ich habe die in Schulzeiten schon gelesen. Das war ein Buch in der Schulbibliothek, das wir hatten. Und das war, glaube ich, nicht der Sammelband, sondern eben, wo diese 4 Geschichten drin waren. Ich weiß genau nicht, welche. Der Gesang der Toten. Genau, Gesang der Toten. Genau, das hatte ich auch. Und da war eben auch das Cover irgendwie so erinnerlich für mich. Naja, und wie gesagt, ich habe eine unglaublich große Liebe für dieses Buch, beziehungsweise für diese Geschichte. Denn ich fand alleine schon die grafische Darstellung so schmerzhaft, wie bis jetzt in sehr, sehr wenigen Kurzgeschichten jemals. Ja, die tut weh beim Lesen. Ja, das stimmt, da kann ich euch zustimmen. Wie war denn so generell euer erster Eindruck? Frau Melone? Also mein erster Eindruck mit der Geschichte, das ist ja die, für die ich mich angemeldet hatte, weil mich die wirklich geprägt hat. Ich war ungefähr, 12 oder 13, wo ich dieses Buch von meiner Mutter stibitzt habe.
und diese Geschichte das erste Mal gelesen habe. Und ich war alleine zu Hause am Abend, meine Mama war weg und ich habe diese Geschichte gelesen und habe mich nicht von der Couch getraut. Und ich musste so dringend pinkeln und ich konnte nicht aufstehen, weil ich so eine Panik hatte vor diesem Fleck, der eventuell irgendwo auf unserem Teppich ist oder keine Ahnung wo. Und deswegen diese Geschichte mit das erste Mal, als ich sie gelesen habe, die hat mich, ich habe sie auch nicht fertig lesen können. Ich habe es nur bis zum zweiten Toten, also wo der Fleck den durch das Floß durchzieht, durch diesen 1 Zentimeter Spalt ist. Mhm. Ich habe es dann nicht mehr ausgehalten. Ich musste dann aufhören zu lesen, habe mich dann aber auch nicht vom Sofa getraut. Das war für mich wirklich prägend. Deswegen, ja, auch eine meiner liebsten Geschichten. Also hat der Fleck im See zu einem Fleck auf dem Sofa geführt? Nein, ich habe es noch geschafft. Gott sei Dank kam meine Mama früh genug nach Hause, aber ich hätte nicht alleine aufstehen können. Es ist nicht gegangen. Finde ich aber schön. Aber mir ging's, also ich fand die damals nicht so gruselig wie du. Ich weiß aber auch nicht, ich kann aber auch nicht so viel älter gewesen sein. Gruseliger fand ich andere Kindgeschichten, die waren wesentlich schlimmer. Unter anderem auch eine, die wir in dieser Geschichte nämlich haben, nämlich Omi. Die fand ich zum Beispiel aus dieser Sammlung sehr viel schlimmer. Aber ich fand die Geschichte einfach nur beeindruckend, weil sie eben so brutal ist und so deutlich. Und so detailgetreu. Ja, richtig. Und ich glaube, ganz ehrlich, das hat bis heute, oder zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt Bücher gelesen habe, noch in keinem Roman und in keiner Kurzgeschichte von King sich überboten in der Detailgenauigkeit und Detailtreue. Das weiß ich jetzt gar nicht. Werden wir im Laufe der Zeit feststellen. Aber was mir hier gefällt, ich war ja schon auch schon damals als Kind, ich habe die auch ungefähr in diesem Alter gelesen, ich war immer schon ein Fan dieser klassischen Slasher-Filme, also Nightmare on Elm Street, Freitag der 13. und sowas. Und diese Geschichte hier ist so ein klassischer Slasher-Film, nur ohne Killer. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ja, auch diese Brutalität, dieses Prinzip, so einer nach dem anderen und auch die unsympathischen Figuren, alles passt da zusammen. Ja, und genau das ist wieder der Grund, warum wir uns bei Coming-of-Age-Büchern und Jugendlichen und so weiter nie auf irgendwas einigen können, weil das ist der Punkt in der Geschichte, der mir unglaublich auf den Keks ging. Die Figuren. Ja, allgemein dieses Haar, wir sind Jugendliche, wir haben jetzt Spaß am Strand, wir schubsen uns jetzt ein bisschen im Wasser und her und ach, guck mal, die Mädchen kriegen Brüste und Wo? Ich kann diese Scheiße nicht mehr hören. Kann ich irgendwie jetzt nachvollziehen. Das ist ein bisschen anstrengend. Die Personen sind anstrengend, aber deswegen tut es auch nicht so weh, wenn sie umgebracht werden. Ja, das ist ja das Schöne an solchen Horrorgeschichten. Wenn man nicht mitfühlt, dann kann man sich richtig schön auf die Morde einlassen. Und wenn sie dann noch so beschrieben sind wie dieser Geschichte hier, ja. Naja, ich bin da voll bei euch, aber jetzt mal ernsthaft. Diese Dynamik zwischen den Jugendlichen, ne? So miteinander. Ich fand die ja in sich gut beschrieben. Gerade auch so dieses Verhältnis von den zwei Mädels miteinander. Das fand ich schon ganz nett. Und das fand ich auch alles, glaube ich, tiefer beschrieben, als wir manche andere Charaktere in manchen anderen Geschichten haben. Aber diese ganze gezwungene Jugendlichkeit, das geht mir auf den Keks. An der Stelle könnte ich jetzt reingrätschen, würde es dann aber auf eine an den Haaren herbeigezogene symbolische Ebene ziehen wollen. Mhm. Wäre das in Ordnung? Na, aber selbstverständlich. Sieh doch! Ich fand die Geschichte generell erstmal ein bisschen, ich musste die mehrmals lesen, um die durchzulesen. Nicht, weil sie so explizit wäre, sondern weil ich mich gelangweilt habe. Je öfter ich sie gelesen habe, umso besser wurde sie aber. Weil ich mich auch an den Charakteren gestört habe. Dieses überspitzte, übertriebene. Aber irgendwann kam es mir so vor, als wäre das insofern Absicht, dass diese Kinder eine sehr romantische und naive Vorstellung vom Sommer und auch von diesem Floß und vom Baden gehen, habe ich als Symbol für diese, wie sagt man dazu, relative jugendliche Unschuld genommen, die ihnen in dem Moment geraubt wird, wo der Fleck auftaucht. Weil der Fleck ja quasi absorbiert und auffrisst und auf einmal Kälte, Unsicherheit und
negativ konnotiertes sexuelles Verlangen reinkommen, der vielleicht Schmerzen verursacht, sie ist das erste Mal mit Verlockung und auch mit Sterblichkeit konfrontiert. Und somit ist der Ölfleck für mich eigentlich nur ein Symbol fürs Erwachsenwerden. Der zieht sie in die Welt der Erwachsenen, aus ihrer Kinderwelt raus. Mhm. Und somit sind die alle völlig zu Recht gestorben. Da bin ich wohl bei dir. Genau, Flo. Nein, da bin ich vollkommen bei dir mit der Deutungsweise, das hätte ich auch so gelesen. Plus, bei mir kommt da noch so ein bisschen eine freudianische Deutungsweise mit dazu, weil eben gerade diese sexuelle Komponente, die du schon angesprochen hast, hier ja auch durchaus mit reinkommt. Und auch eben dieses Konkurrenzgedöns um Weiber und so weiter und so fort. Mhm. Und gleichzeitig eben dieses Verschlingende. Und natürlich hat so ein Ölfleck, so ein großes schwarzes Loch im freudianischen Sinne natürlich auch eine gewisse vaginale Bedeutung, sage ich mal. Und Verschlingerin und so weiter und so fort. Also das kann man da, glaube ich, wenn man das will, durchaus reinlesen. Das hätte ich auch gemacht. Ja, vor allem, weil es ja auch diese hypnotische Kraft ausübt. Das verstärkt das Ganze ja nochmal. Was ich hier, wie gesagt, sehr schön fand, auch wenn ich von den Charakteren keinen einzigen leiden konnte. Ich habe mir hier übrigens aufgeschrieben, wie heißt da? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Deck? Diek, glaube ich, ja. Diek. Diek, also ich habe mir in meinen Notizen aufgeschrieben, Diek ist ein saublödes, nerviges Arschloch. Denn er gibt den ganzen Tag nur dumme Kommentare ab. So, ökologisch, Pancho, sagte Diek bewundernd. Wozu ökologisch, finde ich. Und so weiter und so fort. Also das ist ein totales Rundvieh. Ich kann den nicht ertragen. Und den ist es auch echt nicht schade. Aber was ich toll fand, war diese, und das ist das, was du auch schon angesprochen hast, Hendrik, diese Dynamik zwischen den Jungs vor allem auch untereinander. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, und ich zitiere, er sah zu Diek und stellte fest, dass Diek ihn mit diesem vertrauten Lächeln ansah, das mehr freundschaftliche Zuneigung als Verachtung ausdrückte. Aber das war auch dabei. Und ich glaube, diese Dynamik hat jeder schon mal in irgendeiner Form innerhalb seiner Freundeskreise mal erfahren. Und das war das erste Mal, dass die Jugendlichen zumindest halbwegs realistisch sind in dem King-Roman. Ja, ich finde auch, wo der erste Tod quasi passiert, danach verändern sie sich alle extrem ins, in etwas anderes. Sie verwandeln sich in etwas anderes. Also der Diek verliert ja quasi seine Freundin, mit der er zusammen ist, obwohl er scharf ist auf die Andertroller, auf die Laverne. Mhm. Und die Laverne ja auch auf ihn und die Rachel steht da und ist furchtbar traurig und irgendwie ist das alles sehr seltsam. Aber als die Rachel stirbt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass er dann irgendwie checkt, das ist jetzt nicht mehr so witzig, wie es vorher mal war. Und dann schlägt er doch die Laverne auch. Und da ist irgendwie dann so ein... Genau, da war dann irgendwie ein Schnitt. Da war die dann nicht mehr so scharf. Wobei ich auch sagen muss, die Weiber an sich gingen mir unglaublich auf den Sack in der Geschichte. Oh, also ich fand ja die schon schlimm, auch. Aber die Weiber waren ja furchtbar. Also alle vier gingen mir unheimlich auf die Nerven. Ja, mir auch. Ja, also Diek, das muss ich jetzt noch einwerfen, irgendwie hat er mich sehr an Michael Kelser aus die wilden 70er erinnert, nur halt als Sportler. Und ein bisschen weniger dumm. Nee, das gar nicht. Nein. Ja, ich glaube, er schmückt sich ganz gerne mit anderen Leuten. Er ist halt so der Bringer quasi. Und die anderen Leute sind halt nur Schmuck oder Beigut. Das stimmt. Nein, also wie gesagt, das fand ich ganz schön. Aber wir haben ja hier auch eine, und darauf kommen wir gleich, Verwertung. Denn in Creepshow, ich weiß gar nicht mal in welchen, oder was, Schattenwelten, Flo? In Creepshow 2 war das. In Creepshow 2 hatten wir ja die Verfilmung dieser Kurzgeschichte. Und hier haben wir einen ganz signifikanten Unterschied, denn in der Geschichte hat ja unser Erzähler, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, zumindest halbwegs konsensuellen Sex mit der einen Dame. Und im anderen toucht er sie ja einfach so. Ja, es ist in beiden Fällen sehr grenzwertig. Ja, es war was in der Kurzgeschichte auch so? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, in der Kurzgeschichte ist es zumindest dahingehend merkwürdig,
Sie gucken stundenlang zu, wie ihr Kumpel von einem Ölfleck verdaut wird. Das Ganze ja auch ziemlich grafisch. Und dann haben sie einfach mal Lust auf Sex. Das ist zwar auch wieder so ein klassischer Horrorfilm-Trope, aber gerade in dieser Situation finde ich das doch sehr unpassend. Es gibt so eine und solche. Aber, ja, und aber das haben halt wir beide. Bei King sehr oft. Aber es war ja auch eher so, dass sie zwar stundenlang zugeschaut haben, beziehungsweise sie hat nicht zugeschaut, weil sie war ohnmächtig in seinen Armen gelegen, in den Armen von Randy, aber er hat immer wieder versucht wegzuschauen und danach darf man nicht vergessen, ja stundenlang damit erstmal beschäftigt, sich richtig hinzustellen, nicht auf die Zwischenspalten auf dem Floß zu stehen, sich immer wieder hinzusetzen, mal ein Nickerchen zu machen, wieder aufzustehen, wenn der Fleck sich bewegt etc. Und dass man da dann irgendwann mal, keine Ahnung, völlig übernächtigt ist und kann es nicht nachvollziehen, aber ich versuch's irgendwie. Ja, aber wie gesagt, also diese ganze Sexualität kommt raus in Angesicht des Todes. Die Thematik haben wir ja sehr oft bei King. Das hatten wir in The Stand, das hatten wir in diversen anderen Sachen auch. Also ich glaube, da hat er sich einfach nur an seinen obligatorischen Systemkasten wieder bedient. Ich sag ja, das kommt in Horrorfilmen oft vor, aber meistens dann noch nicht direkt, wenn man auf einem Holzbrett über einem menschenfressenden Ölfleck steht. Naja, aber ich glaube, du siehst das immer noch unter dem falschen Horizont, denn es wird ja schon so beschrieben, dass unser Erzähler ja so der Schüchterne ist und die Welt geht unter und ich habe noch nicht gefickt und was soll denn das und das geht doch so nicht und ich kann da schon nachvollziehen, dass da sich denkt, okay, wenn ich hier schon verreckt, dann will ich wenigstens vorher nochmal einen weggesteckt haben. Und das Mädel scheint ja auch eher so in die Richtung zu denken. Jetzt muss ich gerade an den Film Airplane denken, also die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Oder vielleicht war es auch der zweite Teil mit dem Raumschiff, wo das Flugzeug dann der Absturz droht und dieses Mädchen geht zu jedem Kerl hin und sagt, ich bin auch Jungfrau, aber ich will nicht ohne Ficken sterben. Und dann vögelt sie sich durch das ganze Flugzeug durch. Ja, du, das ist alles nachvollziehbar. Also wer bin ich denn darüber, ein Urteil zu fällen? Vielleicht lag es hier in der Geschichte auch an der Wärme, weil ihnen war ja sehr, sehr kalt. Und er sagt ja dann auch irgendwann mal, ich zitiere, Wärme, Herrgott, zumindest dort war sie warm. Ja, ja. Nun gut, wie fandet ihr denn, wir haben ja über den Symbolfleck schon geredet, aber wie fand ihr denn wirklich die physische Darstellung dieses Flecks? Denn die fand ich auch irgendwie echt faszinierend und echt cool. Ich auch. Ist besser als im Film. Was ist denn im Film, darf ich fragen? Es ist einfach nur schlecht, ich hab's schon wieder verdrängt. Also sie hatten kein Geld für Spezialeffekte, deswegen sieht es aus, als hätte jemand eine Plane auf das Wasser gelegt und ganz am Ende schießt das auch hoch, als würde es den Typen wirklich fressen wollen. Also es ist sehr, sehr, sehr billig, sehr, sehr schlecht gemacht. Okay. Ich habe mich nie getraut, den anzuschauen. Aber ist nicht annähernd so gruselig, wie das die Geschichte gelesen. Ja, auf jeden Fall. Und dieser ganze schöne grafische Effekt, der geht halt komplett verloren. Aber ich glaube, den willst du auch nicht darstellen müssen. Also ja, eben. Deswegen habe ich mich auch nie getraut, den anzuschauen, weil alleine die Vorstellung, wie er stirbt, und in meinem Kopf ist das sehr, sehr plastisch, sehr, sehr, sehr plastisch, möchte ich das nicht sehen. Aber auf jeden Fall fand ich das damals sehr, sehr, sehr beeindruckend, das ganze Ding. Ja, nachdem wir das jetzt geklärt haben, habt ihr denn für diese Geschichte noch irgendwelche Querverweise? Ja, schön, dass du fragst. Und zwar die vier Menschen, die studieren an der Hordix-Universität. Und die kennen wir aus Die Kiste und auch aus Christine, wo die Eltern von dem Menschen, dessen Namen ich vergessen habe, Arnie, Arnies Eltern, die arbeiten da. Ah, cool. Nee, da wäre mir tatsächlich entgangen. Und es gibt noch eine grobe Verbindung zu der Geschichte Dünenplanet. Da gibt es auch ein Wesen mit hypnotischer Kraft, das Menschen fressen will. Da ist es aber der Sand und kein Fleck. Die ganze Geschichte Dünenplanet ist eine staubige Version vom Floß. Ja, stimmt. Auf gewisse Weise schon. Und wir haben hier natürlich wieder die Verbindung zu den anderen
liebst du Geschichten aus Blut bzw. Skeleton Crew? Denn wie gesagt, mit dieser Catchphrase, die leider in der deutschen Version überhaupt nicht vorkommt, gibt es noch andere in dieser Sammlung. Aber darauf kommen wir dann, wenn es soweit ist. Nun gut, ich würde dann an der Stelle schon mal in die Zitate ein bisschen rutschen, wenn ihr nichts dagegen habt. Gerne. Ja. Ich habe hier einmal die Beschreibung dieses Ölflecks. Er hat wie ein Unfall ausgesehen, wollte er sagen. Das Ding hier sieht nicht wie ein Unfall aus. Es sieht wie etwas Absichtliches aus. Und da kommt für mich auch wieder diese Assoziation vor, du wirst mir da sicherlich zustimmen. Man kann es an nichts festmachen, aber es erinnert mich so in der Optik ein bisschen an Lingolios. Ich hatte ein bisschen mehr den Nebel im Kopf, aber das hängt ja alles doch irgendwie zusammen, ja. Oh, nur fürs Protokoll, das wäre mein Zitat gewesen. Bitte um Verzeihung. Kein Problem. Dann habe ich hier noch, er legte mir den Arm um den Hals, was für Männer die einzige Möglichkeit ist, Zuneigung zu zeigen, weil die Welt sie ja nur Frauen küssen lässt, und lachte und stand auf. Und hier fand ich es auch wieder sehr schön, das ist halt wirklich mal, auch wenn es eine nervige Coming-of-Age-Geschichte ist, aber es ist eine halbwegs realistische und sogar halbwegs emotionale Darstellung von Jugendlichen in ihrer Selbstfindungsphase. Muss ich an der Stelle ehrlich zugeben. Und das Zitat fand ich gerade in der Hinsicht doch recht hübsch. Da stimme ich dir zu, wobei ich dir nicht zustimme, dass es eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Zumindest nicht auf der Geschichtenebene, sondern höchstens auf der Metaebene. Naja, Symbolebene halt, ja. Habt ihr denn noch Zitate? Ja, ich habe noch eins. Ein bisschen länger. Jetzt hörte sich Deke ein bisschen sauer an, ein bisschen aus dem Gleichgewicht geworfen, ein bisschen ängstlich. Zum ersten Mal heute Abend, zum ersten Mal in diesem Monat, diesem Jahr, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Das war ein ehrfurchtgebietender Gedanke. Deke verliert sein Angstjungfernhäutchen. Ja, da ist hübsch. Flo, hast du noch eins? Selbstverständlich nicht. Hendrik? Ich schließe mich dem Flo an. Okay, dann habe ich noch ein letztes. Der Verstand kann einem der beste Freund sein. Er kann einen unterhalten, wenn es nichts zu lesen und nichts zu tun gibt. Aber er kann sich gegen einen wenden, wenn er zu lange ohne Sinneswahrnehmung bleibt. Er kann sich gegen einen wenden, was bedeutet, er wendet sich gegen sich selbst, verwüstet sich selbst, verzerrt sich vielleicht sogar selbst in einem unvorstellbaren Akt von Selbstkannibalismus. Und den fand ich auch relativ grandios. Das ist halt diese Phase der Isolation, als alle anderen schon hin sind und er dann auf diesem Fluss steht und langsam aber sicher empfänglich für diese Einflüsterungen dieses Dings wird. Gut, wie gesagt, über die Verwertungen haben wir ja schon gesprochen. Habt ihr ansonsten noch erstmal Ergänzungen, bevor wir zur Bewertung kommen? Höchstens noch, dass es das obligatorische englischsprachige Hörbuch gibt. Gibt kein deutsches. Aber es gab mal, bevor es eine Gesamthörbuchausgabe im Englischen gab, eine Reihe, die hieß Skeleton Crew Selections. Das waren vier Hörbücher, die halt vier Geschichten besprochen haben oder gesprochen haben. Und da war das eine davon. Okay. Und ich hätte hier noch einen kleinen Funfact zu der Geschichte. Denn in seinen Anmerkungen zu Skeleton Crew bzw. Blut erwähnt King, dass er die $250 Honorar, die er für diese Geschichte bekommen hat, genommen hat, um eine Verkehrsbuße zu begleichen. Denn er hat im angetrunkenen Zustand einen Warnkegel eingesammelt und mitgenommen. Und an dieser Stelle habe ich aus diesen Anmerkungen noch drei Zitate. Eine Sekunde. Das erste, also das ist eben aus dieser Geschichte mit den Verkehrshütchen. Sofort überkam mich der allmächtige rechtschaffene Zorn, den nur ein betrunkener Student empfinden kann. Und das Zweite? Ich war mein eigener Anwalt und hatte wahrhaftig einen Narren als Klienten. Beides sehr schön. Ich mag deine Zitate. Großartig. Ja, vor allem da spricht halt wirklich King aus. Da weiß man wieder, warum man ihn mag. Ja. Überhaupt kann ich euch allen immer nur empfehlen, wenn es irgendwelche Bücher gibt, wo Vorworte oder Anmerkungen oder irgendwelche Kommentare dabei sind, die lohnen sich eigentlich fast immer. Also wenn ihr keine Vorwortleser seid und es nicht gerade ein Buch ist wie Menschenjagd, wo man schon das Ende des Buches im Vorwort verraten bekommt, dann lohnt sich das bei King eigentlich immer, die Anmerkungen zu lesen. Da
Das nur mal so am Rande. In manchen Fällen sogar besser als das Buch, das dann folgt. Richtig. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu den Bewertungen für diese Geschichte. Und da würde ich sagen, Flo, du fängst an. Ich mag Geschichten, die ihre Figuren irgendwo isolieren und einer Gefahr aussetzen. Es gibt einige großartige Erzählungen in dieser Richtung. Es wäre vielleicht noch ein bisschen besser, wenn mir die Figuren sympathischer wären. Aber die Geschichte ist toll. Ich kann da nichts sagen. Es ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste, aber ich hatte richtig viel Spaß damit. Ich gebe 16 Punkte. Mhm, okay. Hendrik? Tja, für mich war es ja eher so, als wäre ich in Honig getreten, ne? Es klebt irgendwie, aber man weiß nicht genau warum. 8 Punkte. Okay. Jonas? Ja, ich glaube, ich fand die Verfilmung gar nicht mal schlechter als die Geschichte in geschriebener Form. Vor allem wegen diesen expliziten Darstellungen. Da merke ich, dass ich eigentlich gar nicht so für Horror gemacht bin. Das war mir ein bisschen zu viel. Deswegen, ich gebe 11 Punkte. Okay. Melone? Also, ob des Ekelfaktors und weil mir diese Geschichte ja nie wirklich aus dem Kopf gegangen ist, muss der Geschichte 16 Punkte geben. Es tut mir leid. Mhm. Ich bin da voll bei, Jo. Ich gebe sogar 17 Punkte, weil das wirklich eine der Geschichten ist, weil wenn mich jemand nach King fragt, das ist eine der Geschichten, die mir immer zuallererst in den Sinn kommt, weil sie eben so grafisch ist und weil sie eben so hart ist. Auch wenn natürlich die Figuren ein bisschen bleiben und so weiter. Aber zumindest das Zusammenspiel und die Dynamik, wie gesagt, finde ich grandios hier. Und es ist einfach eine tolle Geschichte. Ich hatte da immer bei jedem Lesen unglaublichen Spaß dran. Und die würde ich auf jeden Fall ruhigen Gewissens wirklich jedem empfehlen. Jo. Sonst noch weitere Ergänzungen dazu? Dann kommen wir jetzt zum Highlight des heutigen Abends. Das ist übrigens der Grund, warum ich unbedingt den Hendrik in dieser Folge haben wollte. Weil ich dachte mir, eventuell teilt er meinen Humor. Denn ich fand diese Geschichte sehr gut. Und wir reden über die Morgenlieferung oder auch der Milchmann. Und Flo, gib uns doch mal eine zeitliche Einordnung. Ja, es ist der richtige Titel lautet also im Englischen Morning Deliveries Milkman Number One. Wir werden auch später auch wieder mit dem Hendrik Milkman Number Two besprechen. Wir brauchen es aber nicht zusammen zu besprechen, denn es hilft nichts, wenn man sie beide zusammenliest. Die Geschichte ist aus dem Jahr 1985, ist in der Zeitschrift Penthouse erschienen, also im Deutschen, als wenn der Milchmann kommt, was natürlich für Penthouse ein schöner Titel ist. Und ja, ich würde ja sagen, Jonas, gib uns den Inhalt, aber das ist ein bisschen schwer heute, oder? Ach nee, es ist sogar sehr einfach. Die Geschichte beschreibt die Morgenrunde des Milchmanns Spike, der teils normale Lieferungen ausfährt, teils aber auch gefährliche Zutaten untermischt, wie Tollkirsche, Cyanidgas oder eine lebende Tarantel. Fertig. Was für eine schöne Zusammenfassung. Ja, es hat sich an der Vorbesprechung schon herausgestellt, dass wir unterschiedliche Meinungen über diese Geschichte haben. Flo, fang du doch an. Wie war dein erster Eindruck? Wie fandest du das Ganze? Die ganze Geschichte hat eigentlich keine wirkliche Handlung. Er bringt halt Milch mit Überraschungen an die verschiedenen Häuser und dann irgendwann ist er mal in einem Haus, wo scheinbar jemand ermordet wurde und dann ist es vorbei. Und ich habe Spaß damit. Vielleicht kurz als Anmerkung. The Milkman war eigentlich als Roman geplant. Und diese beiden Kurzgeschichten sind halt tatsächlich Ausschnitte aus diesem niemals vollendeten Roman. Und ich weiß nicht, ob das mehr Sinn ergeben hätte. Vermutlich hätte es mehr Sinn ergeben. Aber das Ganze ist so bizarr, das macht echt Spaß zu lesen, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Also mir ging es ganz genauso. Ich dachte vor uns in der Vorbesprechung, dass du das doof findest. Aber ich fand das auch ein unglaublich geniales Ding. Ich hatte da voll meinen Spaß dran.
Aber ich sag mal so, also ich glaube, hätte er das wirklich als Roman irgendwann mal fertig gebaut, wäre es einfach nur schlecht gewesen. Ich glaube, es lebt tatsächlich nur von der Kürze, von der Absurdität und von dieser Episodenhaftigkeit, die das Ganze hat. Aber als längerfristiges Ding, den Menschen mit Charakterentwicklung anzulegen, wäre, glaube ich, ganz böse in die Hose gegangen. Vor allem ist es hier dann jetzt besonders bizarr, was er da ausliefert. Ich meine, stell mir vor, du gehst morgens hin, holst deine Milch rein, die Flasche ist ein bisschen leerer, also ein bisschen leichter als gewöhnlich, und du machst die auf und dich guckt eine Spinne an und denkst, oh, eine Spinne, wie gefährlich. Und dann die Sache mit dem Cyanidgas, ja, das hat man auch so im Milchwagen immer. Gut, das Vergiften kann ich noch verstehen, aber das Ganze, es ist so eine merkwürdige Prämisse, die diese Geschichte hat. Würde sie nicht so viel Spaß machen, wären das 0 Punkte, aber naja, es macht richtig Spaß. Okay, Frau Melone? Also mir ging es leider genauso. Ich habe die gelesen und mein Fazit aus der war eigentlich nur, what the fuck, oder wer ist eigentlich Rocky? Weil ich nicht mehr wirklich rausziehen konnte. Dann habe ich sie gleich nochmal gelesen, weil ich mir dachte, das kann nicht sein, ich muss irgendwas überlesen haben. Warum macht der das? Ich habe keine Lösung gefunden. Habe dann gleich den Milchmann 2 hinterher gelesen, weil ich mir dachte, haha, da kommt dann die Lösung. Ja, nee. Aber ich fand die toll. Ich hatte, wie ihr, sehr viel Spaß beim Lesen. Okay, Hendrik? Ging mir genauso. Also, ja, die Geschichte war wirklich witzig. Aufgrund ihrer absoluten Absurdität war das wirklich, wirklich gut. Jetzt wäre ich auch enttäuscht gewesen, weil ich habe dich extra für diese Folge angefragt, weil ich wusste, du teilst meinen Humor. Und ich habe wirklich so einen Spaß an dieser Geschichte gehabt und ich habe mir gedacht, das wird er auch gut finden. Absolut. Willkürlich Leute umbringen, findet Hendrik gut. Natürlich. Wer nicht? Jonas, wie stehst du denn dazu? Also nicht zum Leute umbringen, sondern zur Geschichte. Ja, da sprichst du einen Punkt an. Das, was da geschrieben steht, finde ich gut, finde ich toll, aber es ist keine Geschichte. Es ist ein Fragment. Und das macht mich verrückt, weil es halt nur dieser eine Ausschnitt ist. Und, ja. Du würdest auch gerne mehr wissen über ihn. Genau. Ja, ging mir auch so, deswegen habe ich ihn gleich nochmal lesen müssen, aber es ist so, wir müssen wohl damit leben. Ja, und ich will damit aber nicht leben, das wirkt sich dann auch auf meine Bewertung aus. Nein, ich kann es verstehen, ich kann es nur nicht für mich nachvollziehen, weil ich fand das, genau das war, glaube ich, gerade das, was mir so viel Spaß gemacht hat, dass es eben so völlig aus dem Kontext gegriffen ist und so völlig grundlos. Und auch die Opferauswahl ist ja vollkommen willkürlich. Also das ist jetzt nicht so, dass er zu denen, die zu ihm arschig sind, das böse Zeug bringt, sondern auch, er beschreibt dann irgendwann so, ja, und die haben zwei niedliche kleine Kinder und die sind eigentlich ganz cool. Ach, ich stell denen mal ein bisschen Cyanidgas in den Garten. Und, nee, die Jungs hat er verschont. Ja, oder die Jungs, aber es ist, auf jeden Fall, du kannst jetzt nicht sagen, die Familien, die er toll findet, die würde er verschonen und alle, die Arschlöcher sind, vergast er oder macht die halt, vergiftet er oder was auch immer, sondern er geht da wirklich komplett willkürlich durch und macht das einfach. Und das fand ich so geil an der ganzen Sache. Ja, das ist ein bisschen wie der Sensemann, der macht keinen Unterschied, der nimmt einfach genau. Den, ne, also... Deshalb fand ich es auch schön mit, dass es ausgerechnet Milch ist als Symbol für Leben und so, dass das dann, ne, als Todesdings um die Ecke kommt. Ja, und halt auch diese Symbolik Weiß, Unschuld und natürlich auch diese ganze Symbolik von der Milchmann ist ja eigentlich ein Mensch, den du, ich sag mal, der Lakai, der unsichtbar seine Arbeit verrichten soll, von dem man eigentlich nichts mitkriegen möchte. Und dass aber ausgerechnet der natürlich einen solchen Eingriff in deine Lebens- und Privatsphäre machen kann, ohne dass du es bemerkst, ist, glaube ich, als Horrorelement hier auch nochmal nicht zu verachten. Ja, damit ist der Milchmann dem Tod natürlich nicht unähnlich. Der Lakai, der seine Arbeit macht und man will nichts davon mitkriegen. Was ich hieran schön fand, ich bin ja ein großer Fan von der Band Eisregen.
Und die Band Eisregen ist für mich deshalb so toll, weil die diese Kombination aus unglaublicher Grausamkeit und Snuff und Dingstexten verknüpfen mit unglaublich fröhlichen, gut gelaunten Melodien, die eigentlich so zum Metal auch überhaupt nicht passen. Und für mich war diese Geschichte wie ein guter Eisregensong. Gut beschrieben, das kann ich genau nachvollziehen. Ja. Ich glaube nämlich, wenn das verfilmt wird, also ich weiß nicht, ob das verfilmt wurde oder sowas, aber ich könnte mir das vorstellen, wie der eben in so einer Sommer, Vögel, alles, Vorstadt, Amerika, wie man sich's vorstellt und er hüpft und ist total fröhlich und stellt halt allen so ihre Gifte hin oder auch nicht. Also ja. Ich weiß auch nicht, wie man das dann darstellen könnte, also außer diesen creepy Wagen, in dem ein blutiger Fleischerhaken hängt und so. Aber genau so stelle ich mir das vor. Und dann mit so einer lustigen Melodie hinterlegt, genau. Die halt der Milchwagen macht, wenn er kommt und so. Wie Clowns und Eiswagen und so. Boah. Aber voll toll. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich den unsympathisch finde. Im Gegenteil. Der strahlt durch seine ganze Fröhlichkeit und durch seine ganze Lust an der Arbeit eine derartige Sympathie aus. Ich finde den genial. Ja, ich auch. Ich mag ihn. Also um das schon mal vorwegzunehmen, ja, es gibt eine Verfilmung davon. Vielleicht kannst du die auch in den Shownotes verlinken. Es gibt ein Dollar Baby, ein computeranimiertes aus dem Jahr 2007. Es ist auf Französisch. Es ist auch nur 4 Minuten lang. Aber ja, guckt es euch ruhig mal an. Aber ist Dauert es denn auch so nicht fröhlich, länger zu wie lesen. Wir glauben? So? Ist es so fröhlich, wie wir glauben? Es ist sehr, ja, wie soll ich das ausdrücken? Pixar-esk. Okay. Ja, doch, aber das trifft's. Das kann ich mir gut vorstellen. So eine Mischung aus Tim Burton und Pixar, ja? Ja, genau, sowas. Aber voll gut. Also einfach nur voll gut. Aber was ich euch fragen wollte, ihr habt jetzt beide die zweite Milchmann-Geschichte schon gelesen. Aber als ihr die noch nicht gelesen hattet, wie hatten ihr dieses Verhältnis mit Rocky empfunden, bevor ihr wusstet, wie es dann wirklich ist? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer Rocky ist. Quasi nach dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob das ein Hund ist, ob das ein Vogel ist, ob das ein Kumpel ist. Ich hatte keine wirkliche blasse Ahnung. Obwohl, es wird ja gesagt, dass Rocky in der Wäscherei arbeitet. Und deswegen war mir klar, dass es kein Hund oder Vogel ist. Also wir kennen doch den klassischen Mangler-Salamander. Entschuldigung. Nein, weshalb ich euch das frage. Für mich hatte das Ganze zu der Geschichte, also als ich noch nicht die andere Geschichte gelesen hatte, so eine leichte Anhauchung von, das ist vielleicht eine homosexuelle Beziehung und so weiter, weil er halt auch sich so auf seinen Freund freut, in Anführungsstrichen. Da habe ich generell erstmal, war schon ein bisschen irritiert darüber. Nicht, weil das eine Homosexualität eventuell unterstellt hätte, sondern weil du natürlich damit mit dieser Unterstellung und dadurch, dass das so angedeutet wird, schon wieder eine Konnektion ziehst zwischen Homosexualität und Verderbtsein. Das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe dann aber eben bei der zweiten Geschichte erfahren, dass ich das gar nicht richtig verstanden habe, sondern dass dieses Freund wirklich auch in Anführungsstrichen zu lesen ist. Ja, aber war ich da der Einzige, der das so verstanden hat? Ja. Ja, also ich habe es auch anders gedacht. Ich habe einfach gedacht, er macht sein Ding und geht die Abendplanung durch und denkt sich, ja, dann treffe ich mich halt mit Rocky und habe einen schönen Abend. So halt so als nebenbei, was mache ich denn sonst noch, außer Leute vergiften? Ja, so Kumpel oder sowas, so habe ich das interpretiert. Ja, und genau, gut, genau. Das ist das Problem, was ich habe mit dem Wording. Aber das ist, glaube ich, eine Dialektsache, weil der Begriff Freund ist bei mir eben so verknüpft mit, das ist was tief Emotionales, was Festes eventuell, vielleicht auch was Beziehungstechnisches. Hätte er geschrieben, mein Kumpel, dann wäre das für mich klar gewesen. Da das aber eben gerade auch in der Zeit, in der es geschrieben ist und so weiter,
komisch ist, eine Männerfreundschaft, glaube ich, so rauszustellen oder erstmal so darzustellen, auch wenn das jetzt dann im Nachhinein sich, wie gesagt, als falsch rausgestellt hat, habe ich da, glaube ich, durchaus mal überinterpretiert. Nicht das erste Mal. Ist richtig, aber dafür bin ich ja da. Gut, wie gesagt, über die Symbolik haben wir ja schon geredet, diese ganze Sache mit lebensspendender Milch und todbringender Milch und Unschuld und Weiß und Fröhlichkeit und Kontrast und der Tod, der zu jedem kommt, ohne Unterschiede zu machen, haben wir ja alles schon besprochen. Habt ihr hier denn irgendwelche Querverweise finden können? Also ich habe keine. Naja, ein Querverweis zu Milchmann 2. Ja, gut. Ja. Aber ansonsten, nein, dazu ist das wirklich viel zu wenig hier, nur ein Fragment. Okay. Habt ihr sonst noch Ergänzungen? Ja, ich würde gerne noch auf das letzte Haus, wo er hingeht und wo er ja dann effektiv auch das einzige Haus, in das er reingeht. Und da findet er ja diesen Blutfleck und einen Krater, an dem ja dann auch noch Haarbüschel sind. Und ich habe mich gefragt, weil ich war ja immer auf Suche nach einem Grund, warum er jetzt das macht, habe ich mir gedacht, vielleicht möchte er bestimmte Häuser auch einfach leer räumen und eventuell hat er in irgendeine Milchpackung, was auch immer, eine kleine Bombe rein und dem Typen oder der Frau hat es einfach das Gesicht weggefetzt und jetzt geht er sich seine, ja, das, was er erschaffen hat, quasi nochmal anschauen, weil dieses Haus ist ja dann leer. Vielleicht als Grund, dass er die Straße einfach leer haben will. Keine Ahnung warum, aber weniger Arbeit. Naja, aber dafür ist es mir halt erstens doch zu willkürlich und zweitens, was mich halt daran irritiert, aber das ist, glaube ich, das ganz Irritierende an der Geschichte, dafür, dass er das Ganze ja offensichtlich schon mal gemacht hat, eben mit diesem leeren Haus, vorausgesetzt, er war dran schuld. Sind ja die Anschläge, die er jetzt macht, doch zu krass und zu häufig, als dass es noch nie aufgefallen wäre. Das heißt, das würde für mich heißen, dass das erste Haus quasi der Anfang dieses Serienmördertums war und er sich jetzt denkt, okay, ich werde sowieso spätestens übermorgen erwischt, jetzt kann ich auch einfach nochmal meine gute Laune unter die Menschheit bringen. Kann auch sein. Ich sehe es nochmal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob er damit überhaupt großartig wirklich was zu tun hatte. Man wird es nie erfahren, weil es wirklich ja nur dieses Fragment ist. Aber ich denke, vielleicht ist das, was dort geschehen ist, der Auslöser für das gewesen, was passiert. Sagen wir mal, da hat sich jemand erschossen, weil die ganze Straße diese Person gemobbt hat. Und jetzt rächt er das. Oder so. Aber ist natürlich alles vollkommen, die Geschichte gibt das nicht wirklich her. Oder es ist das Haus einer Frau, wie wir dann eventuell im zweiten Teil rausdeuten könnte. Auch das ist möglich. Könnte sein. Gut. An der Stelle muss ich aber noch eine obligatorische Werbung machen. Die wahnsinnige Fröhlichkeit, die er an den Tag legt, würde darauf schließen lassen, dass er ein junger Flex ist. Was? Es kommt kein Widerspruch, ihr krank? Ein junger was? Ein jünger Flex, Wendell Fleck. Mich wundert schon, dass du beim Floß nicht gesagt hast, der Fleck ist ein junger Fleck. Ach, du bist doof. Nein, ich kann dazu eigentlich nur laut seufzen. Ach, ihr seid doof. Ihr habt alle überhaupt keine Ahnung. Ich kannte diesen Namen bisher nur als Bandname, deswegen bin ich irritiert. Na gut. Gut, dann bitte ich euch doch an der Stelle um eure Bewertungen. Jonas? Ja, das, was da stand, war okay. War mehr als okay, war gut. Aber dass es halt nicht fertig ist, das macht mich verrückt. Ich gebe 5 Punkte. Das tut mir leid, aber mehr geht nicht. Okay, Melone? Also, ich bin begeistert von der Geschichte. Die toppt meine Floßgeschichte auf jeden Fall. Auch schon alleine, weil sie so schnell zu lesen ist. Und sie lässt viele Fragen offen. Aber ich glaube, das macht auch die Spannung oder das macht die Geschichte auch ein bisschen aus. Ich gebe 17 Punkte. Okay. Hendrik?
Es ist halt, es war witzig. Ach, ich weiß nicht. Machen wir 12. Ja, ich glaube, damit kann man gehen. Drauf. Flo, bei dir? Ich hätte erst noch ein Zitat. Oh, ein ja, Liter Milch, ein Beutel Sahne, ein Orangensaft, danke Nella M. Und damit möchte ich sagen 16 Punkte. Okay. Und ich würde mich dann in der Mitte von euch ansiedeln, nämlich mit 15 Punkten. Besser bewerten als es bloß kann ich es nicht. Aber die reine Tatsache, eine literarische Verwertung eines Eisregenliedes zu haben, gehört honoriert. Deswegen, wie gesagt, 15 Punkte. Gut. Wie sieht's denn aus? Habt ihr jetzt mal überschlagen? Ich glaube, dann müsste der Milchmann sogar die beste bewertete Geschichte bis jetzt sein. Ne? Nein. Durch also Jonas. In dieser Reihe jetzt, meine ich. Nein, das war tatsächlich das Floß. Durch Jonas ist die Bewertung leider nach unten gesagt. Böser Jonas. Toll, trink Jonas. Deine Milch. Hallo. Gut. Ja, das müsste es eigentlich auch zu dieser Folge grundsätzlich gewesen sein. Liebe Melone, wie hat es dir denn gefallen als Podcast-Neuling? Sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Aber auch die drei Geschichten waren natürlich jetzt bessere. Es gibt ja dann auch welche, die nicht ganz so... Ja. Sagen wir mal, da gibt es viele, aber die drei waren echt gut. Deswegen hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist schön. Und du bist uns, wie gesagt, gerne jederzeit wieder willkommen. Ne? Also wir sind jetzt zwar erstmal gut ausgebucht, aber wenn du mal wieder mitmachen möchtest, kannst du dich gerne melden. Ja, dann schaue ich nochmal auf die Liste und gucke, wo ich mich vielleicht vormerken lassen kann. Möchtest du vielleicht bei Milchmann 2 mitmachen, zusammen mit dem Hendrik? Genau, komm doch vorbei. Ja, wann ist denn das? Warte. Besprechen wir nach der Sendung. Okay. Gut, liebe Melone, wie gesagt, du bist uns gerne wieder willkommen. Aber auch ihr anderen, liebe Hörer und Hörerinnen, seid uns natürlich jederzeit willkommen. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das jederzeit gerne tun. Ihr müsst einfach auf unsere Leseliste schauen, die verlinke ich euch natürlich wieder, und euch bei uns melden. Technik braucht ihr nichts Großartiges, irgendein Mikro zum Reinsprechen würde helfen. Ansonsten nur Skype oder Teamspeak und den ganzen Rest machen wir. Wenn ihr die Bücher nicht habt, aber braucht, können wir euch die auch gerne zukommen lassen. Ihr müsst uns halt nur rechtzeitig Bescheid sagen. Und solltet ihr nicht mit uns podcasten wollen, aber trotzdem eure Meinung über gewisse Geschichten loswerden wollen, schreibt uns auf den üblichen Kanälen. Wir werden eure Meinung dann gerne in die Sendung einfließen lassen. Genau. Gut, das soll es dann auch an dieser Stelle gewesen sein. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit weiteren Kurzgeschichten aus Blut. Weiß zufällig jemand von euch, welche als nächste dran sind? Das nächste Mal geht es um Omi, Keins Aufbegehren und Mrs. Todds Abkürzung. Wir bleiben gespannt. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Liebe Gäste, es war mir wie immer eine Ehre, mit euch zu podcasten. Danke. Ich lupfe meinen Zylinder. Liebe Dela, es war wieder sehr schön. Auch mit dir war es wieder sehr schön, Flo, auch wenn du wie immer sagst, ich überinterpretiere. Und ach, weil du meine Liebe mit Fleck nicht teilst. Ich finde, das überinterpretierst du alles. Jonas, es war auch wunderschön, dass du da warst und ich hoffe, du bist bald wieder richtig fit. Ja, das hoffe ich auch. Dann auch wieder immer gerne dabei. Gut, und euch, liebe Hörer, danke ich natürlich auch fürs Zuhören. Es war schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns dann demnächst wieder. In dem Sinne, ciao, eure Dela. Tschüss. 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 Tschüss.